WRC ist für Jungs, Gruppe B ist nur was für Männer. Also Männer, heute die Gruppe B. Hallo und herzlich willkommen heute zum gewünschten Thema Gruppe B. Zunächst ein paar allgemeine Fakten zur Gruppe B. Anfang der 80er Jahre änderte die FIA das Reglement dahin, dass es nur noch 200 straßentaugliche Fahrzeuge bedarf, um ein Fahrzeug für die Gruppe B zuzulassen. Vorher waren es 400. Daraufhin wurden das fast am Ende ja nur noch reine Prototypen, die dort fuhren. Walter Röhr war in der ersten Saison noch mit einem Opel Ascona mit reinem Heckantrieb der Einzige, der mit diesem Fahrzeug, was rein heckgetrieben war, noch Weltmeister wurde. Alles, was darauf folgte, war noch mit allradgetriebenen Fahrzeugen möglich. Da gibt es noch ein schönes Zitat von ihm. Er hat ja mehrere, aber jetzt nur eins mal gesagt. Ein Auto ist dann erst schnell genug, wenn du davor stehst und Angst hast, die Tür aufzusperren. Die Regularien der FIA erlaubten den Autoherstellern eigentlich unwahrscheinlich viel Spielraum. Im Grunde genommen kann man sagen, es war eigentlich fast alles machbar. Und dadurch entstanden nachher Fahrzeuge, die jedes für sich in seiner Konstruktion, in seinem Klang, in seinem Fahrverhalten einzigartig waren. Sei es nun der Audi S1 Quattro, der Lancia Delta S4, der Peugeot 205 T16 oder der Ford RS200. Das waren ja alles Fahrzeuge, wie gesagt, die befinden sich heute nur noch größtenteils in den Händen von Sammlern. Da wird auch kaum einer irgendwo mal verkauft oder so. Und der Klang des Audis, der Fünfzylindermotor, man konnte schon von Weitem hören, wenn die jetzt sagen wir, in Finnland fuhren, in den Wäldern, in den Waldwegen, welches Fahrzeug da kam. Oder der Kompressormotor des Lancias, nachher war es ein Turbo- und Kompressormotor, die, wozu man noch erwähnen muss, vielleicht mit einem Ladedruck von 4,8 Bar fuhren und dann nachher Leistung von um die 600 PS hatten. Oder der Klang des Peugeot. Und das waren alles, ja, das war Emotionen pur bei diesen Autos. Nach einer Reihe von tragischen Unfällen, 86, kam das abrupte Ende der Gruppe B. Und es wurden wahrscheinlich noch versucht, das irgendwo in einer anderen Form wieder, sag mal, aufleben zu lassen. Aber dazu kam es nicht mehr. Und alles, was danach kam, war nie wieder so, wie es vorher war. Das ist einfach mal so zu sagen. Und wie gesagt, das war Rallye-Sport pur, es gab keine Absperrungen, gut, die Zuschauer standen dicht dran, manchmal war das ja haarsträubend, was da so für Bilder zu sehen waren und auch wie gesagt, das, was die Fahrer leisteten oder auch eine Frau sogar, Michelle Mouton, sehr erfolgreich im Sport auch, als Frau einmalig, muss man mal so sagen. Und viele, die sagen, die waren oder sind stolz darauf oder dankbar, dass sie dabei sein durften in dieser Ära des Rallye-Sports. Kommen wir nun zu einigen der populärsten Rallye-Autos. Als allererstes der Audi Quattro S1, der den Allradantrieb letzten Endes populär und in den Rallye-Sport brachte. Und auch anders waren diese Leistungen gar nicht mehr überhaupt möglich auf die Straße, auf den Schotter zu kriegen. Der Fünfzylindermotor des Audi, Vierventiler Turbomotor, wurde von einem KKK 27 Lader zwangsbeatmet, beim Ladedruck von 2,04 Bar, leistete am Ende hin in der letzten, es gibt verschiedene Evolutionsstufen, die während der laufenden Saison es den Herstellern erlaubten, Fahrzeuge weiterzuentwickeln, was das Ganze natürlich sehr beschleunigte, bei allen Herstellern, die haben das praktiziert, und am Ende fast an die 600 PS. Denn haben wir den Lancia Delta S4, das war ein 2 Liter Vierzylindermotor, erst mit Kompressor, dann nachher mit Kompressor und Turboaufladung. Bei einem maximalen Ladedruck von 4,8 Bar leistete der Motor 650 PS im maximalen Leistungsspektrum. Denn der Ford RS200, das war ein 1,8 Liter Vierzylindermotor, nachher ein 2,1 Liter, der leistete nachher auch über 600 PS. Und ähnlich auch der Peugeot 205 T16, verfügte auch über einen Mittelmotor, wie der Lancia und der Ford, auch fast nachher über 600 PS und noch einen Gitterrohrrahmen, was das Fahrzeug natürlich extrem leicht machte.
Und das hatte auch einen sehr kurzen Radstand, wenn man sich so Bilder ansieht. Dadurch war das natürlich auch schwierig, bei höheren Geschwindigkeiten das Fahrzeug stabil zu kriegen. Was immenses fahrerisches Können verlangte auch. Aber da saßen eben Körner am Steuer. Zusammengefasst kann man sagen, die Gruppe B-Ära war eine unwahrscheinlich tolle Zeit, brachte den Rallye-Sport unwahrscheinlich nach vorne mit fantastischen Sequenzen, wenn man sich so Filme ansieht und Fotos, was da so möglich war von den Fahrern und so weiter. Die Autos forderten natürlich den Fahrern das Letzte ab, um das überhaupt, das Fahrzeug am Limit zu bewegen. Und auch, am Ende kann man fast sagen, war irgendwie wie ein Ritt auf der Kanonenkugel, mehr oder weniger. Aber das macht das eben alles aus. So, jetzt kommt wie immer ein neues Soundrätsel und die Auflösung vom letzten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Folge dem Meister, abonniert meinen Kanal. Bis nächsten Donnerstag, euer Gerd.